Heute spreche ich darüber, was es bedeutet, Energie lügt nie. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Divine Design Manifestation. Wir beschäftigen uns damit, wie du als energetisches Wesen mit deinem Denken, Handeln und deinen Überzeugungen dir ein Leben, eine Welt generieren und manifestieren kannst, dass sie deinen kühnsten Träumen entspricht. Ja, die Energie ist alles, was wir haben. Wir sind energetische Wesen und die Energie, die wir sind, die manifestiert sich im Außen. Und was für eine Energie bist du? Das ist eigentlich viel, viel simpler, als spirituelle Teachings dir das gemeinhin sagen möchten. Was ist Energie? Energie sind deine Gedanken und Vorstellungen. Energie ist das, was so weitläufig in deinem Kopf stattfindet. Deine ganzen Ansichten, deine ganzen Meinungen, deine ganzen Rückschlüsse, deine ganzen Denkmuster, Konstrukte, Konzepte sind die Energie, die du ausstrahlst. Und was heißt es, wenn du im Innen erst deine Arbeit machen musst? Das heißt, innen ist dein Denken. Außen ist das, was du mit deinen Augen und deinen fünf Sinnen wahrnehmen kannst. Und innen ist das, was in der nicht physikalischen Welt, also in der nicht sichtbaren Welt, dennoch als Energie von dir entsteht, aus dir heraus entsteht, durch deine Gedanken und Vorstellungen entsteht. Und deswegen ist es so wichtig, da ganz tief hinzuschauen in diese Konzepte und diese Konstrukte mit all den Bedingungen, Zusammenhängen und Analysen, die wir machen, weil wir das so gelernt haben. Und ich selber war so, so stolz, dass ich so analytisch denken kann, dass ich ein absoluter Stratege bin, der Zusammenhänge erkennen kann. Und jetzt muss ich lachen, sie gegen sich nutzen kann. Weil genau das tun wir. Wir erkennen Zusammenhänge und nutzen sie nachher gegen uns. Und was sich gegen uns stellt, in unseren Gedanken, Ansichten, Konzepten, Meinungen und Überzeugungen, das generiert, das manifestiert. Und es entsteht nur in deinem Kopf. Und du hast die Kraft und die Macht zu sagen, es gibt nichts, was mir entgegensteht. Es gibt nichts, was meinen Träumen und Wünschen entgegensteht. Wer bin ich dann? Wie denke ich dann? Was für ein Konzept gibt es dann über mich? Was für ein Selbstkonzept habe ich? Wer gehe ich hier über diesen Planeten? Als wer stehe ich in diesem Leben? Als wer stehe ich hier vor dir? Als wer stehe ich vor meinem Liebhaber? Als wer stehe ich vor meinen Kunden? Das ist das Einzige, was ausschlaggebend ist. Und es ist völlig egal, was du jemals gehört oder von anderen gesehen oder bekommen hast an Feedback. Es ist das, was du jetzt entscheidest, wer du jetzt bist. Living im erfüllten Wunsch. Wer bist du, wenn dein Wunsch erfüllt ist? Diese Frage, die beantwortet sich viele sehr, sehr schwierig, weil wer bin ich, wenn mein Wunsch erfüllt ist? Viele können die Frage gar nicht beantworten. Kannst du die Frage beantworten? Weil solange ich eben dieses nicht gut genug gewesen war, als dass ich mich selber gesehen habe, als dass ich das übernommen habe aus unserer Gesellschaft, wusste ich, dass kein erfüllter Wunsch mich besser macht. Kein erfüllter Wunsch macht mich gut genug. Kein erfüllter Wunsch holt mich aus dem Mangel. Und das ist das Wichtige, dass du erkennen darfst, diese Energie in dir wird sich nicht ändern, wenn sich deine Wünsche erfüllen, wenn sich deine Traumpartnerschaft erfüllt, wenn sich dein Bankkontostand erfüllt, so wie du es haben willst, sondern zuerst erfüllst du dich. Zuerst gehst du in die Erfüllung, die Version von dir, die absolut fehlerfrei und mangelfrei ist, in Ordnung, geliebt, unterstützt. Und dann werden sich die Dinge im Außen zeigen. Aber solange du versuchst, diese ganze Energie von außen nach innen zu managen, wird es dir nicht gelingen, weil die Energie strahlt immer von innen nach außen. Als energetisches Wesen bist du aufgerufen, diesen energetischen Mechanismus zu erkennen und nicht irgendwelche Schlüssel, Codes oder Geheimnisse zu kaufen und sie dir einzuverleiben, sondern es geht darum, dass du einzig und allein die
Wahrhaftigkeit über dich erkennst und sie dir einverleibst, so dass du sie verkörperst. Und dann verkörperst du die Person im erfüllten Wunsch und dann erfüllen sich all deine Wünsche und all deine kühnsten Träume. So geht es und nicht anders. Ich hoffe, dir mit diesem Video Klarheit verschafft zu haben. Ich lade dich ein in meine Trainingsstudios, in meine Divine Design Mindset Trainingsstudios, wo du genau das lernst. In meine Mastermind Rising Up gibt es ein unglaublich geniales Angebot. Jetzt gerade in diesem Moment kannst du mit uns reisen, 5 Wochen. Am 5.11. fangen wir an mit 4 Teachings to Rising Up. Und ein 1:1 mit mir hast du auch noch dabei. Es ist ein grandioses Angebot für 1.500 Euro. Ich lege es dir ans Herz, wenn du jemand bist, der jetzt endlich in die konkrete Umsetzung, ins konkrete Training kommen möchte, intensivst und nicht mehr lange warten, ist Rising Up für dich. Für Business Ladies habe ich meine absolute Mastermind. Da wird nicht lang gefackelt, da wird ins absolute Divine Design eingestiegen und aus dieser Energie heraus kreierst du Wunder, Magie, Erfüllung an Reichtum, an Geld und es wird keinen Mangel mehr in deiner Welt geben. Also, nimm's dir zu Herzen, geh in die Umsetzung und wir sehen uns im nächsten Video.